Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der MZ Kickshow. Der SSV Jahn Regensburg muss drei wichtige Positionen neu besetzen. Vorstandsmitglied Tobias Zöllner wechselt als Co-Trainer zum Bundesligisten FC Augsburg. An seiner Seite, gleichberechtigt mit ihm, Wolfgang Beller, der bisherige Co-Trainer des SSV Jahn Regensburg, und auch Reha-Trainer Thomas Barth folgt seinem früheren Chef Markus Weinzierl zum Bundesligisten. Der FC Amberg kämpft im Moment um den Aufstieg in die Fußball-Bayernliga. Den 1. FC Bad Kötzting hat man schon aus dem Rennen geworfen. Jetzt muss man sich gegen Dergaspor Nürnberg durchsetzen. Dann hat man es geschafft. Zwei Partien gibt es. Die werden nach dem Europapokalmodus gespielt. Und die erste Partie, die hat schon stattgefunden. Knapp 2000 Zuschauer sahen eine mitreißende Partie. Der FC Amberg gefühlt noch in der Kabine. Nach Ecke Nürnberg fällt der Ball vor die Füße von Torjäger Akin Bölük und der lässt Ambergs Keeper keine Chance. Das 1:0 für Dergaspor nach gerade einmal 45 Sekunden. Nur eine Minute später, der vermeintliche Ausgleich wird zurückgepfiffen, abseits. Zumindest war der FC nun aufgewacht und nach 30 Minuten verwandelt schließlich Müller aus gut 25 Metern zum vielbejubelten Ausgleich. Amberg nun mit mehr Spielanteilen, doch ohne die nötige Kaltschnäuzigkeit. Auch in Hälfte 2 konnte keine der zahlreichen Chancen verwertet werden. Immer wieder scheiterte man am Nürnberger Keeper Turgay Karali. Ab der 70. Minute kam dann noch Hektik auf. Zunächst wird Müller mit glattrot vom Platz geschickt. Und keine Minute später gelb-rot für den erst vor 5 Minuten eingewechselten Cassaro. Die erste gelbe gab es nach diesem Foul im Mittelfeld und die zweite folgte wegen Meckerns. Amberg konnte sich glücklich schätzen, dass die Gäste ihre Überzahl nicht mehr nutzen konnten. Es blieb beim 1:1 und somit ist alles offen im Aufstiegskampf zwischen dem FC Amberg und Dergaspor Nürnberg. Das Rückspiel findet am Donnerstagabend in Nürnberg statt. Ein weiteres Entscheidungsspiel war die Partie FC Schwarzenfeld gegen den SV Burgwainting. Es ging um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga und das war wirklich eine packende Begegnung. Spiel um den Einzug in die Landesliga am Samstag in Lappersdorf zwischen dem SV Burgwainting und dem 1. FC Schwarzenfeld. Es war ein schmaler Grat zwischen Bangen und Freuen. Beide Teams waren stark in der Abwehr und im Angriff, sodass man es schon fast einen Schlagabtausch nennen kann. Bis zur 90. Minute kämpfen beide Mannschaften um jedes einzelne Tor. Aber mit 3:3 unentschieden ging es in die Verlängerung. Es blieb weiter spannend. 4:4 bei Abpfiff. Dann die beiden Teams machen sich zum Elfmeterschießen bereit. Schwarzenfeld beginnt und Zechmann verwandelt auch sofort. Burgwainting gleicht durch Schäffer aus. Schwarzenfeld erlangt durch Zirngiebel erneut die Führung, aber Burgwaintings Andreas Meyer macht das nächste Tor. Griebel vom FC mit erneutem Führungstreffer 6:7. Dann Schock bei Burgwainting, Zilk verschießt. Scheimer muss jetzt treffen, aber es soll nicht sein. Nächster Schütze des SV, Pfaffenroth, vergibt ebenfalls. Weiter mit Geber vom FC, doch Burgwaintings Keeper Blažević hält. Wenn Burgwainting jetzt verschießt, wäre der Aufstieg des FC besiegelt. Und tatsächlich das Unfassbare. Stefan Meyer setzt den alles entscheidenden Ball an den Pfosten. Schwarzenfeld gewinnt 7:6 und spielt kommende Saison in der Landesliga. Kein Wunder, dass nach so einer Partie der Trainer des SV Burgwainting, Günter Brandl, ein wenig enttäuscht war. Ja, wir haben ein offenes Spiel gesehen, 4:4, Elfmeterschießen leider verloren. Es sind auch Weltmeisterschaften, Champions League, Titel schon mit Elfmeterschießen entschieden worden, darum keinen Vorwurf an die Mannschaft. Umso größer natürlich die Freude bei Schwarzenfelds Trainer Adi Götz. Sein Team steht jetzt in der Fußball-Landesliga. Ja, ich denke jetzt mal aufgrund des Spielverlaufs, denke ich mal, geht jetzt der Sieg in Ordnung. War natürlich Spannung bis zur allerletzten Sekunde und wie gesagt, bei so einem Spiel ist immer alles möglich. Aber ich denke jetzt einmal, aufgrund der Situationen, wie wir heute gesehen haben und auch des kompletten Spielverlaufs, denke ich, geht es in Ordnung, dass wir das geschafft haben. Und ich freue mich natürlich für die Mannschaft, für den Verein, für die Umgebung, dass wir jetzt endlich wieder in der Landesliga sind.
In unserem Spiel der Woche geht es um den Aufstieg in die Fußball-Bayernliga. Felix Kronawitter aus der MZ-Kick-Redaktion, bitteschön. Servus Armin. Mein Spiel der Woche ist das Rückspiel in der zweiten Runde der Bayernliga-Quali zwischen Derguspor Nürnberg und dem FC Amberg. Am Donnerstag fällt die Entscheidung. Gehen die Amberger nächste Saison in der Bayernliga an den Start oder müssen sie nächste Saison wieder in der Landesliga angreifen? Vor einer überragenden Kulisse von gut 2000 Zuschauern kamen die Amberger im Hinspiel leider nicht über ein 1:1 hinaus. Jetzt geht es in Nürnberg um alles. Mit Derguspor hat die Elf von Trainer Alberto Mendes noch eine Rechnung offen. Vor ziemlich genau einem Jahr mussten sie sich im Relegationsspiel um den Abstieg in die Landesliga mit 2:1 geschlagen geben und mussten somit den bitteren Gang in die Bezirksoberliga bestreiten. Jetzt geht es am Donnerstag in Nürnberg gegen Derguspor um alles, um den Aufstieg in die Bayernliga. Unser Studiogast am heutigen Tag ist der Vorsitzende des Fußballkreises Regensburg, Rupert Kadl. Hallo Rupert. Hallo. Jetzt gab es ja in dieser abgelaufenen oder fast abgelaufenen Spielzeit die große Ligenreform. Es gibt keine Bezirksoberliga mehr, es gibt eine neue Regionalliga Bayern. Wie ist denn der Fußballkreis Regensburg dabei weggekommen? Der Fußballkreis Regensburg ist sehr gut weggekommen. Aus der Bezirksliga sind nur 5 Vereine von möglichen 11 abgestiegen und somit hätten wir keine Relegationsspiele gebraucht. Hätten, die Betonung liegt auf hätten, jetzt gibt es doch noch jede Menge Entscheidungsspiele im unteren Bereich. Ja, das war nur dadurch, sind diese Relegationsspiele gekommen. FC Jura 05 ist abgestiegen und somit haben wir in jeder Liga von der Kreisliga in die Kreisklasse und von der Kreisklasse in die A-Klasse und A-Klasse bis in B-Klasse jeweils einen Absteiger müssen wir suchen. Jetzt waren die ersten Spiele schon, am kommenden Wochenende die letzten. Am letzten Wochenende hatten wir bereits die ersten Spiele und die Verlierer müssen jetzt nochmals antreten. Wir haben 2 Spiele noch durchzuführen. Wer trifft da aufeinander? Am kommenden Sonntag um 17 Uhr beim SC Regensburg trifft in der Kreisklasse Abstieg der FC Mötzing gegen DOK SV Lengenfeld und in der A-Klasse der VfB Bach 2 gegen NK Hrvatska. Bei so Entscheidungsspielen, da reibt sich der Kassierer natürlich immer die Hände. Ja, wir sind heuer sehr, sehr glücklich. Wir haben also tolle Endspiele gesehen oder Relegationsspiele mit sehr, sehr vielen Zuschauern in Karet, in Obertraubling und auch in den unteren Klassen hatten wir in Beratshausen und in Schambach über 600 Zuschauer. Sehr erfreulich. Wie schwer fällt dir denn persönlich der Abschied von der Bezirksoberliga? Wir werden später dann in unserem Sidekick noch einmal drauf kommen. Ja gut, die Bezirksoberliga war sicherlich eine sehr interessante Liga, aber durch die Reform, glaube ich, ist die Bezirksliga auch wieder stärker geworden. Wir kommen also auf den Ursprung wieder zurück, also gute Ligen im unteren Bereich. Jetzt bist du ja nicht nur Funktionär beim Bayerischen Fußballverband, in diesem Fall im Bereich Regensburg, sondern du arbeitest auch bei der Stadt Regensburg. Richtig. Im Sportamt. Richtig. Ja, das ist natürlich jetzt eine knifflige Aufgabe. Der SSV in Regensburg ist in die zweite Liga aufgestiegen. Wie sieht es denn mit den Umbaumaßnahmen im Jahnstadion aus? Wird man fertig bis zur Saisonbeginn? Wir glauben schon, es läuft alles auf Hochtouren. Die Stadt Regensburg arbeitet voran und auch der SSV Jahn, der ja der große Verantwortliche ist, macht gute Arbeit und ich glaube, wir werden rechtzeitig fertig, wobei ja versucht wird, das erste Heimspiel zu verlegen, sodass wir auch noch eine Woche gewinnen. Schwierige Sache ist immer die Rasenheizung und der neue Rasen. Liegt man da im Zeitplan, was die Vorbereitungen anbelangt? Ich glaube, da liegt man auf jeden Fall im Zeitraum. Man muss natürlich das Wetter abwarten, ob es günstig ist, aber ich glaube, dass es also kein Problem gibt, das erste Spiel dann in Regensburg starten zu können. Wie groß ist denn deine Freude darüber, dass der Jan aufgestiegen ist? Fieberst du den Partien schon entgegen? Mir fiebern entgegen. Ich selber bin natürlich sehr glücklich, weil es für mich für Regensburg sehr, sehr wichtig ist, einen höherklassigen Verein zu haben. Und das ist ein Aushängeschild für den Fußball und natürlich auch für den Fußballkreis Regensburg. Dankeschön. Rupert Kadl, Vorsitzender des Fußballkreises Regensburg und Mitarbeiter beim Sportamt in Regensburg. Die Abstimmung für den Superkick des Monats April ist zu Ende und dieses Tor hat gewonnen. Noch einmal herzlichen Glückwunsch und jetzt haben wir für Sie die Tore für den Superkick des Monats Mai vorbereitet.
Am vergangenen Wochenende hieß es Abschied nehmen von der Fußballbezirksoberliga Oberpfalz. Damit beschäftigt sich unser Sidekick. Ein schwerer Schritt stand den Spielern und Trainern der Bezirksoberliga Oberpfalz bevor. Nach 24 Spielzeiten endete die Ära der höchsten Spielklasse der Oberpfalz. Grund hierfür ist die neue Ligareform. Der Führende der ewigen Tabelle, der TSV Kerett-Lappersdorf, hatte alle Vereine zu dem letzten großen Fest geladen. 30 Teams waren zu Gast und ließen sich würdig verabschieden. Bei den Verantwortlichen sieht man die Entscheidung des Bayerischen Fußballverbandes mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es ist natürlich Wehmut dabei, dass man es auflöst. Die Notwendigkeit überwiegt aber und daher sehe ich positiv in die Zukunft. Ja, sicher. Also ich persönlich sehe das wirklich, wie der, mein Bezirksspielleiter gesagt hat, mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge. Aber wenn man zum Beispiel heute diese Veranstaltung sehen kann, einfach das letzte Spiel hat, das macht einfach Spaß, Fußball zu sehen. Es war ein würdiger Abschied für die Bezirksoberliga Oberpfalz. Die Fans, die Fußballer, sie alle fiebern schon hin auf die Fußball-Europameisterschaft. Sie steht vor der Tür. Die deutsche Nationalmannschaft hat in Danzig ihr Quartier bezogen. Mit dabei natürlich der Sportphysiotherapeut Klaus Eder aus Donaustauf bei Regensburg. Er ist der Chefphysiotherapeut des deutschen Teams. Hallo Klaus Eder. Hallo Armin. Klaus, wie ist denn die Stimmung bei euch im Team? Ist alles okay? Wie geht's der Wade von Bastian Schweinsteiger? Also ich glaube, die Stimmung ist so, wie es sich eigentlich gehört. Schon langsam kommt so ein bisschen Spannung auf. Das erste Spiel rückt natürlich immer näher. Und das erste Spiel ist natürlich immer, oder das nächste Spiel ist natürlich immer das Wichtigste. Und darum fokussiert man sich natürlich voll auf das kommende Spiel. Aber die Wade der Nation, die von Basti, die ist eigentlich okay. Das heißt, er hat keine Schmerzen mehr. Er trainiert voll mit der Mannschaft mit. Und wenn der Trainer glaubt, dass er schon fit genug ist, um in das Spiel zu gehen, dann würde dem nichts mehr im Wege stehen. Ihr seid ja super untergebracht. Das Quartier ist ja wirklich vom Allerfeinsten. Ja, da kann man nicht meckern, wie immer beim DFB. Das Hotel ist etwas abgelegen. Das heißt, wir können hier uns tatsächlich in Ruhe uns vorbereiten. Die Zimmer sind sehr schön. Unsere Arbeitsbedingungen sind optimal. Wir haben ein schönes Zelt für Fitness. Alles sehr luftig und hell. Also es passt eigentlich alles drumherum. Im ersten Match geht es am Samstag gegen Portugal. Wie groß ist jetzt denn schon die Anspannung? Nervosität oder die gesunde Anspannung, die man vor so einem Spiel braucht, die ist momentan da. Die Spieler denken, jeder will natürlich spielen. Jeder denkt sich, ja hoffentlich stellt mich der Trainer auf. Und der Trainer hat natürlich jetzt die Qual der Wahl. Also so wie es momentan aussieht, sind alle fit. Wenn sich keiner mehr aktuell verletzen sollte, Und infolgedessen ist die Spannung natürlich auf beiden Seiten. Einmal spiele ich oder sitze ich nur auf der Bank. Und zum anderen hoffentlich gewinnen wir das erste Spiel gegen die Portugiesen. Klaus Eder, du vertrittst ja die Regensburger Fraktion bei der deutschen Fußballnationalmannschaft nicht alleine. Ja, der Regensburger Tross ist in der Physiotherapie fast ausschließlich. Das heißt, wir haben mit meinem langjährigen Kompagnon von der Königstraße Christian Müller, mit einem langjährigen Mitarbeiter von der Stauf, Christian Huhn, zwei Regensburger mit an Bord. Dazu addiert sich noch der Wolfgang Bunz, der ebenfalls Physiotherapeut ist, in Ulm arbeitet, aber als Instruktor für manuelle Therapie an der Akademie in Donaustauf mit tätig ist. Dankeschön, Klaus Eder im Quartier der deutschen Fußballnationalmannschaft und viel Glück für die ersten Spiele. Bei unserem letzten Gewinnspiel gab es 4 Karten für die Welcome-Party vom DSDS-Finalisten Daniele. Und die 4 Karten gehen sinnigerweise und lustigerweise nach Thalmassing. Da kommt er ja her und die Gewinnerin heißt Eva Sparfeld. Für diese Welcome-Party haben wir noch einmal 4 Karten für euch bereitgelegt. Einfach eine Mail an die unten angegebene Adresse schicken mit dem Stichwort Daniele. Viel Glück dabei!